Sommer, lieben wunderschönen guten Sonntagabend. Wir starten in ein kurzes, kompaktes Update. Bitcoin auf Wochenbasis. Wir haben diese sehr, sehr starke Rejection hier gesehen von dieser starken Turnaround-Zone hier oben. Gleitende Durchschnitte haben ihr letztendlich ihre Widerstandskraft solide in den Markt gebracht und dadurch haben wir eine sehr, sehr schwache Kerze bekommen. Nichtsdestotrotz sind wir hier im Kontext einer dynamischen Unterstützung. Wir sind auf den mittelfristigen gleitenden Durchschnitten sehr schön aufgesetzt. Das heißt also, auch hier haben wir tendenziell die Möglichkeit, dass wir mit der nächsten Kerze diesen Docht füllen werden. Ja, entsprechend müssen wir jetzt einfach mal schauen. So ein Szenario wäre denkbar, wo wir letztendlich in diese Richtung nochmal greifen. Denn eine Sache steht fest, wir haben hier diesen dynamischen Widerstand, der bereits schon mit dem Retest hier unten einmal gebrochen wurde. Jetzt haben wir letztendlich diesen Widerstand, der noch rejected wurde, aber mit der neuen Wochenkerze tendenziell nach oben durchbrochen werden kann. Das heißt also, aktuelle Unruhen und ich hoffe, dass humanitär gesehen sowieso, das sollte gar keine Frage sein, dass man hofft, dass dieser gesamte Wahnsinn ein Ende nimmt, aber vor allem auch, dass es börsentechnisch dann auch ein Ende nimmt, dass hier die ganze Börsenwelt so super panisch ist und sich das Ganze einfach etwas beruhigt, Schritt für Schritt sich dann auch stabilisiert und dann haben wir möglicherweise auch hier dieses Doppelbottom in der ähnlichen Formation eines Doppelbottoms für bullische Preissignale. Heute relativ seitwärts, ja, wie erwartet. Ich hatte heute Morgen in Aussicht gestellt, dass wir vielleicht das bullische Szenario sehen und Richtung 40.500 Dollar kommen. Hat Bitcoin heute nicht gezeigt, aber hat hier super das Tief abgegriffen. Jetzt ist die Frage, bleiben wir oberhalb dieses Tiefes? Kann es letztendlich sein, dass wir mit steigendem Volumen und dem Ausbruch nach oben tatsächlich dann diese Aufwärtsbewegung stabilisieren und auf Wochenbasis dann letztendlich diesen Docht nach oben auch wieder gut machen? Aber ist das nicht der Fall, sehen wir weiterhin wackelige Börsen, dann könnten wir möglicherweise den Break nach unten bekommen und würden dann mit großer Wahrscheinlichkeit sogar runter auf die 36K und dann im nächsten Schritt runter auf die 34K fallen, nämlich dieses Tief hier möglicherweise erneut mit Liquidität abgreifen. Das wären dann so die nächsten Haltestellen für die Abwärtsbewegung. Ansonsten auf 4-Stunden-Basis noch nicht allzu viel passiert. Hier entsprechend leichte Stabilisierung, Kumulation nach oben, gleitende Durchschnitte sind gerade da und zeigen möglicherweise noch eine deutliche Rejection. Aber wir sehen, sowas kann auch mit einem Impuls solide durchgearbeitet werden. Und wenn wir uns das Ganze mal auf H4 anschauen, dann ist das hier der dynamische Widerstand, der gerade definitiv Einhalt hält. Und sollten wir den brechen, dann sieht es gar nicht so schlecht aus für eine kleine Umkehr. Also die Zeichen sind bisher gar nicht so schlecht. Es kommt jetzt natürlich darauf an, was der Markt daraus macht. Ich wünsche mir einfach, dass keine horrenden News mehr kommen, dass das Ganze einfach ein bisschen aufatmet und wir damit in die neue Börsenwoche starten. Von meiner Seite aus wünsche ich dir gute Trades, viel Erfolg, bleib diszipliniert, bleib geduldig und wir sehen uns in der neuen Woche wieder. Dein Dominik von der Watch Story. Ciao, ciao.